Schwimmlehrer ein kurzes Resümee nach dieser Lernstunde mit dem Hermes Fettberg? Wird er jemals noch das Schwimmen erlernen? Ich glaube schon, er müsste sich ein bisschen überwinden, ein bisschen die Angst vor diesem Element verlieren, dann würde es ihm sicherlich körperlich auch recht gut tun. Ich habe gerade mit deinem Schwimmlehrer gesprochen und ich habe angedeutet, dass ich ja vermute, dass der Umstand, dass du bis heute nicht schwimmen kannst, ein mentales Problem ist und kein körperliches. Wie siehst du diese Problematik? Also bei uns in der Kindheit hat nie wer ans Schwimmen gedacht. Nie. Das Schwimmen gibt, habe ich gar nicht richtig realisiert. Und wie wir dann in der Handelsschule regelmäßig Schwimmunterricht hatten oder in Schwimmbad gegangen sind, dann habe ich schon nicht schwimmen können. Und dabei ist es geblieben. Würdest du dich als Scheiterhaufen bezeichnen? Ja, sofort. Ja. Aber im Scheiterhaufen steht schon eine Art Manifestation. Also, ich meine, zum Beispiel, also Scheiterhaufen werden ja auch verbrannt. Also, so weit denkt Anton Alber nicht, sondern der bemüht sich damit zu scheitern. Also, es ist Scheitern zu haufen. Also, aber Sigi lobt schon wieder ein. Ein allerlei lobt ein. Aber